Moin, ich bin Gambit-Spieler und ich begrüße euch zu einer neuen Partieanalyse. Diesmal vom Spieler Leo Elf gegen seinen Gegner. Auf der Arena mit den Elo-Zahlen 1524 bei Leo Elf und seinem Gegner 1478. Also eine ausgeglichene Partie. War sie auch so? Das sage ich einfach mal ja. War sie interessant? Würde ich auch sagen ja. Und war sie lehrreich? Die Analyse wird lehrreich. Das verspreche ich euch. Aber genug der Vorrede. Fangen wir an. E4, E5, alles normal. Springer F3 und D6. Philodor in Verteidigung. Sieht auf den ersten Blick bisschen passiv aus, aber kann ganz schön ekelhaft sein als Weiße. Läufer C4 ist spielbar. Effektiver sollte er sich vielleicht auch mal anschauen. D4 ist nämlich ein bisschen aggressiver. Aber Läufer C4 ist spielbar. Auch völlig in Ordnung. Jetzt spielt Schwarz H6. Es heißt ja immer, Randbauernzüge soll man vermeiden. Auch in diesem Fall. Auch wenn ich mir den Plan dahinter vorstellen kann. Wahrscheinlich möchte Schwarz Springer F6 spielen, was ja im aktuellen Fall ein bisschen kriminell aussieht wegen Springer G5. Deswegen kann ich H6 sogar nachvollziehen, aber es ist völlig unnötig. Hier sollte Schwarz wirklich entweder Springer C6 spielen, um ein eventuelles D4 zu erschweren, oder er spielt Läufer E7, wenn es weiß rochiert. Kann er ohne Probleme Springer F6 spielen, denn Springer G5 ist nach der Rochade völlig harmlos. Also wie man sieht, H6 bringt nichts. H6 ist einfach nur ein Tempoverlust und hilft Weiß. Weiß selber spielt jetzt C3. Kann man spielen, aber auch hier in meinen Augen D4 deutlich besser, weil Weiß damit den schwarzfeldrigen Läufer aktivieren kann und gleichzeitig Druck im Zentrum aufbaut. Schwarz wird wahrscheinlich jetzt den schlagen. Springer D4, Springer C6 und Rochade. Weiß steht absolut sicher, hat starkes Zentrum und Schwarz hat seine Figuren noch immer nicht entwickelt. Die Alternative zu dem Schlagen wäre auch Springer C6, Rochade. Wenn jetzt Läufer G4 kommt, kann immer noch C3 kommen, ohne Probleme. Wenn man jetzt rausschlägt, kann Weiß sogar wirklich aggressiv mit der Dame auf F7 spielen. Also ihr seht schon, C3 spielbar, aber D4 auch in diesem Fall effektiver, wegen der Entwicklung halt. Gut, C3 kam, ist kein Fehler, Weiß steht sowieso schon besser, weil er zwei Figuren entwickelt hat. Jetzt kommt Springer C6, D4. Gut, jetzt kommt D4, alles in Ordnung. Ein Abtausch, der notwendig ist. Jetzt kommt A6, unnötig. Ich kann auch leider nicht den Plan dahinter sehen. Hier ist wirklich Springer F6 eine sehr scharfe Erwiderung dagegen und auch eine effektive. Weiß würde ich jetzt sagen, Rochade nach Läufer G4, Dame B3. Wir wollen auf F7 spielen. Und den Plan hat auch Leo später in der Partie gezeigt mit Dame B3 und Läufer C4. Also ist das definitiv nichts Unbekanntes. Nach Springer A5, Läufer F7, König E7, Dame C3. Wir greifen jetzt auch den Springer an. Haben Bauern mehr, was will man mehr? Denn wenn er schlägt, hat Weiß einfach einen Bauern gewonnen. Die Alternative, Springer E4, geht nicht wirklich, weil dann kommt Turm E1. Und der Springer ist gefesselt. Und Weiß hat wesentlich großen Vorteil entwicklungsmäßig. Sein König ist immer noch in der Mitte, was will man mehr? Aber okay, es kam A6, wunderbar für Weiß, Springer C3. Alles wunderbar zu spielen. Springer F6 kommt jetzt. Jetzt Dame B3. Dame E7. So notwendig. Und jetzt ein Zug, den ich beim besten Willen nicht verstehen kann. D5. Warum D5? Damit wird dieser starke Läufer sehr, sehr schwach. Weil die beiden Bauern auf den weißen Feldern blockieren ihn einfach. Er hat eigentlich keine Wirkung mehr. Außerdem ist der Angriff auf den Springer völlig harmlos. Sogar schlecht. Hier wäre wirklich sagen, Rochade. Definitiv besser. Weiterentwickeln. Denn den einfach rausnehmen, geht wegen Turm E1 nicht unbedingt. Oder er verliert ihn sogar einfach. Wenn man möchte. Also wie man sieht, es ist einfach nur nicht gut, D5 zu spielen. Einfach Rochade und Schwarz steht vor Problemen. Aber nach D5 ist halt dieser Bauer auch noch rückständig. Kann also angegriffen werden. Was spielt Schwarz? Springer A5.
Schade eigentlich. Eine sehr scharfe Erwiderung dagegen wäre Springer E4 gewesen. Denn hier muss schon Weiß aufpassen. Er kann nicht einfach so mal den Bauern nehmen, weil er danach die Dame verliert. Springer C5 Schach. Und die Dame ist weg. Er muss also hier rochieren. Da kommt immer noch Springer C5, die Dame wird wegziehen und der Springer ist gesichert. Bloß mit einem kleinen Unterschied, dass jetzt Schwarz recht stabil steht. Also D5, nein, definitiv nicht gut gewesen. Schwarz hat es nicht gesehen, er hat nur Springer A5 gesehen. Dame W4 kann man spielen, Dame A4 ist aber deutlich besser, weil er droht, den Springer zu schlagen. Schwarz muss hier eigentlich schon B5 spielen, damit er nur einen Bauern verliert. Dame Steg A5, BC5, Dame A4, Läufer D7 jetzt. Und die Dame weiß gewinnt einen Bauern. Es ist halt mehr Bauern, hat immer noch diesen kleinen Rückständigen, den er wahrscheinlich irgendwo mal mit F3 decken wird, werden müssen. Aber ansonsten steht Weiß hier recht stabil und gut. Dame F4 verhindert natürlich die Chancen, aber Schwarz nimmt den Läufer raus. Und damit hat Weiß eigentlich auch kein Problem mehr mit seinem schwachen weißfeldrigen Läufer. Also ist es eigentlich sogar richtig nett gewesen. Springer A5. Dame schlägt natürlich. Läufer G4. Die nächsten Züge sind alle in Ordnung mit Springer D2, Dame D7, F3 und Läufer A5. So, und jetzt habe ich wieder was zu meckern. Tut mir leid. Hier ist definitiv die Rochade zu bevorzugen. Denn man möchte sich auch irgendwann noch die Entwicklung fertig machen. Rochade, dann wahrscheinlich Läufer E7, Springer B3, Rochade seinerseits, Läufer E3. Jetzt wird Schwarz wahrscheinlich Springer C oder Bauer C6 spielen, um das Zentrum anzugreifen. Kannst du rausnehmen, schick auch und dann Turm FD1. Und das ist eigentlich auch so die Grundidee. Schwarz hat hier zwei Bauern, die Weiß mit halboffenen Linien angreifen kann. Deswegen wirklich erstmal entwickeln, bevor man auf die Idee kommt anzugreifen. Denn nach B4 kommt Schwarz langsam ins Spiel zurück. Läufer E7, wieder B5 und jetzt, spätestens jetzt ist Ausgleich. Schwarz schlägt raus, Springer B5 und nun kommt der Plan von Schwarz C6, wo er sehr gut spielt. Aber einerseits ist der Plan auch simpel. Schwarz will das Zentrum von Weiß angreifen. Der fängt C6. Weiß ist jetzt schon fast dazu genötigt zu schlagen. Schlägt wieder Springer D4. Auch C5, ein sehr guter Zug. Springer F5 und dann leider, schade eigentlich, wirklich schade. Tut mir leid, Leo, aber wirklich schade, dass Schwarz hier aus Angst Rochade macht. Rochade ist in Ordnung. Ist auch verständlich. Denn, aber D5 ist wesentlich schöner. D5 ist einfach so, Weiß muss sich jetzt entscheiden. Ist unter Druck. Denn einfach rausnehmen geht natürlich nicht, weil der Springer hängt. Weiß wird jetzt hier wahrscheinlich Dame E2 spielen. Dann die Rochade. Und man merkt schon, hier Schwarz jetzt gedeckte Freibauern. Der Springer hängt. Weiß hat eigentlich nicht mehr wirklich das Spiel, was er eigentlich hätten haben können. In dieser Variante zum Beispiel gewinnt Schwarz sehr gutes Spiel. Und wir sehen plötzlich, dass Schwarz den Entwicklungsvorsprung hat. Weiß hat die ganze Zeit den Entwicklungsvorsprung und plötzlich dreht sich das Blatt. Also man sieht hier wirklich alles wegen D5, dass da plötzlich sich die gesamte Entwicklung zurückdreht. Aber durch die Rochade ist Weiß nochmal von der Schippe gesprungen. Selbst Rochade natürlich. Wobei hier man immer noch überlegen könnte, D5 wäre aber nicht mehr so stark. Turm FD8 ist auch eine Idee, weil Schwarz sollte jetzt versuchen, seinen rückständigen Bauern so schnell wie möglich nach vorne zu treiben. Denn das ist seine Schwäche. Machte er nicht, er spielte Springer H7. Was gut für Weiß ist. Läufer B2, logisch, wir greifen den G7 Bauern an. Läufer F6, klar. Und das sind jetzt auch wieder normale Züge, wo ich nichts zu meckern habe mit den Abtauschen Springer B3. Läufer G6 und jetzt kommt Springer G3. Springer E3 sieht schöner aus. Erstens wirkt er ins Zentrum. Hat mehr Felder, wo er hin kann, als Springer G3. Und halt, wie gesagt, Springer G3, wohin kann er Springer? Er kann eigentlich nur nach E2. Will man das? Wenn man nach Springer E2 kommt, kommt man nach C3 und dann kann man erst wieder auf D5 wirken.
Weiß sieht hier nicht den notwendigen Plan von Schwarz. Aber Schwarz auch nicht. Turm AB8. Er sollte wirklich versuchen, irgendwie D5 durchzudrücken, weil das ist halt eine Schwäche. Die Idee von Turm AB8 ist mir aber auch klar. Er möchte wahrscheinlich Turm B4 spielen. Turm FD1. Dame E7, logisch. Turm D2, interessanter Plan. Verdoppeln und auf die Schwäche spielen, logischerweise. Dame C3 jetzt. Schwarz seinerseits verdoppelt, ist auch völlig in Ordnung. Und wir sehen, hier ist die Plan. Und jetzt verliert Schwarz aus irgendeinem Grund die Nerven. Läufer E4 kann ich nun wirklich nicht nachvollziehen. Er gewinnt zwar zwei Bauern, aber er fehlt eine ganze Figur. Es kommt natürlich zu einem Abtausch, der nur gut für Weiß ist, weil er sogar einen Bauern wiedergekriegt. Turm C4, alles ist in Ordnung. Jetzt ist eigentlich das Spiel gelaufen. Weiß oder Schwarz kann nur noch versuchen, mit Zummelfunktionen zu agieren. Nach Dame C3, Turm D8, sehr schön gesehen. Turm schlägt, König A7. Und jetzt hier, gut, Dame B1 ist spielbar, aber einfach Generalabtausch anstreben. Also die Dame weg, Turm C3 und dann Turm D1 mit der Idee, nach C1 zu gehen, falls Schwarz noch Turm C2 spielt, A4 einfach. Und Weiß ist hier einfach besser platziert. Der Bauer ist einfach zu schwach. Auf Dauer. Er hat eine ganze Figur mehr. Der Idee von Turm D1 ist übrigens Turm C1, um halt den Bauern auf C5 abzugrasen. Also man sieht hier einfach ein Generalabtausch. Das Spiel ist gewonnen für Weiß. Gut, kam nicht. Es kam die Dame B1. Hat da gereicht. Wobei mit einer Figur mehr sollte es auch reichen. Aber es gibt halt Schwarz-Gegenspiel. Und wenn man dann nicht aufpasst, kann man dann auch schnell mal verlieren. Und muss man ja nicht haben. König H1, logischerweise. Und die restlichen Züge bis zum Ende sind alles in Ordnung. Statt Turm E4, hier natürlich nicht Turm E4, sondern eher Turm Dame E5. Aber eigentlich ist die Partie so gelaufen. Nach Turm E4 geht die Partie nur schnell zu Ende. Jo, gut. Ich hoffe, euch hat die Analyse gefallen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Euer Gambit-Spieler.